schnell Schwertpanz. Der Angriff von Absal steigt. Sternenhieb. So, mir wäre es am liebsten, wenn Inikoro sterben würde. Geil. Denn Inikoro war ein Weibchen und Anziehung ist dann doch ein bisschen blöd. Schließlich ist mein Absal ein Männchen. Ein Mundtier. Hallo. Ich liebe deine Entwicklung, Mundtier. Habe ich das schon mal gesagt? Letaking, ein absolut geiles Pokémon. Wenn ich es im Team habe, wenn der Gegner es im Team habe, finde ich scheiße. So, machen wir wieder einen Sternenhieb und du machst doch mal bitte einen Schlitzer. So, reicht das aus für Geradax? Mit einem Schwerttanz? Ja, es reicht aus. Wunderbar. Gut, dann zeig mal kurz, was du drauf hast, Metagross, mit einem Sternenhieb. Und? Oh yeah! Ich liebe Metagross. Hast du gut gemacht. Gut. Wunderbar. Dann geht's jetzt gleich mal weiter. Ich weiß nur nicht, welchen Aufzug ich jetzt nehmen muss. Ich nehme jetzt einfach mal hier den in der goldenen Mitte. Wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, den zu nehmen. Achso, das linke war kein Aufzug, habe ich gerade zum Schluss noch gesehen. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier wollte ich hin. Da bin ich. Du hast zwar keinen Alarm ausgelöst, aber ich dachte, so ein kleiner Kampf hat noch niemand geschadet. Ja, was hast du denn schönes? Izuna. Bist du jetzt schon wieder stärker oder hast du jetzt immer noch so Level 43? Ah, du bist wieder stark. Kecklegon. Kecklegon. Genau, eine Kecklegon. Ein neues Pokémon. Und Kadabra. Gut, Kadabra ist eigentlich gar kein Problem. Kadabra ist so gesehen überhaupt kein Problem. Ich mache mal einen Sternhieb auf Kadabra und Schlitze auf Kecleon. Warum mache ich nicht den Sternhieb auf Kecleon? Ganz einfach, wenn Kecleon alles überlebt, ist das scheiße. Nein, ich habe eine bessere Idee. Sternhieb auf Kecleon, Schlitze auf Kadabra. Kadabra hat eine beschissene Verteidigung, dürfte also verrecken dennoch. Sollte Kecleon überleben, wir erwarten es, ein Sternhieb, dann würdest du einem Stahl-Pokémon. Und das finde ich kacke. Allerdings würde es nur mit ein paar KP überleben, nehme ich mal an. So. Und Kadabra? Ja, locker reicht es aus. Bei der beschissenen Verteidigung von dem Viech. Da reicht das natürlich locker aus. Ein Morlord. Kann mir in der Regel eigentlich nicht gefährlich werden. Es sei denn, es kann Erdbeben. Und ich habe mir umsonst Sorgen gemacht. Gut gemacht, Metagross. Dein Angriff steigt. Das finde ich geil. Das ist immer schön, wenn ein Angriff steigt. Und was hast du noch? Ein Schwalbus. Tja, mein lieber Schwalbus. Ich habe einen erhöhten Angriff. Freust du dich drüber? Schwalbus fliegt hoch empor. Das war doch so klar. Das war so klar. Oh. Morlord, du hast eine bessere Verteidigung, als ich dachte. Du hast eine viel bessere Verteidigung, als ich dachte. Lehmschuss senkt meine Initiative, wenn ich mich irre. Genau. Dann machen wir mal schnell das Morlord am besten weg. Komm, mach's am besten auf Metagross. War klar, dass es auf Absol geht. Aber Absol hat gerade noch so überlebt. Sehr schön. Mittlerweile ist mein Metagross schneller als mein Absol. Okay, oh, gut gemacht. Und tschüss, Morlord. Sehr gut. Okay. Dann greifen wir jetzt das Schwalbus an. Ach, es war ja so klar. Es war so klar. Gut, Metagross, du setzt einen Sternenhieb ein. Absol, du wirst mal kurz geheilt von mir. So, bitteschön. Ich weiß, das widerspricht sich gerade mit dem, was ich vorher gesagt habe in der Regel, aber ich lass doch meinen Absol nicht sterben. Nee, 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 nee. Ich lass doch mein geliebtes Absol nicht sterben. Solange ich es verhindern kann, werde ich es auch verhindern. Und tschüss, Schwalbus.
Sehr schön. Und außerdem hat es bald ein Level-Up. Hey, was heißt eigentlich ein Zwerg? Ich bin ungefähr so groß wie du, ganz ehrlich. Und pass auf, was du zu mir sagst. Ich habe einen Metagross, das zerfleischt dich. Warum kann Metagross eigentlich nicht Patronenhieb? Gibt es Patronenhieb in dieser Generation eigentlich? Patronenhieb ist eine der wenigen Attacken, die ich kenne, obwohl es von den späteren Generationen, glaube ich, ist. Verdammt nochmal, wo ist nur die CD-ROM mit den Daten? Ach, die habe ich mitgenommen. Wie sollen wir denn bitte Krypto-Pokémon machen, wenn wir keine Krypto-Daten haben? Was? Wann seid ihr denn hier aufgetaucht? Oh, gerade eben. Wir sind auf der Durchreise. Wir wollten hier irgendwelche Pornos suchen, aber wir haben leider keine gefunden. Hä? Ist das die beiden, die damals in Phoenix im Bürgermeisterhaus waren? Und die seitdem immer und überall die Pläne des Team Krypto stören. Aber meine Pläne werdet ihr nicht vereiteln. Doch werden wir. Es wird dann leider relativ schwierig sein, wahrscheinlich dein Lorblatt zu fangen, denn das ist auf Level 30. Somit könnte das wahrscheinlich relativ schwierig werden. So, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Pokémon hatte der jetzt eigentlich. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ah, insgesamt 4 Stück. So, wir ignorieren erstmal sein Lorblatt. Denn ich nehme mal an, das dürfte uns eigentlich nicht zu gefährlich werden. Bei dem Level. So, erstmal tschüss, Groink. Gut. Ein Slimog. Ich will den Slimog. Kann ich den Slimog haben, bitte? Bitte. Ich will das Slimog, ich liebe Slimog. So, bei dir machen wir Psychokinese. Ich krieg Step dazu, aber mein Spezialangriff ist nicht der beste. Aber was soll's, warum mache ich gerade noch einen Schwertanz? Das ist total irrsinnig. Jetzt ist mein Angriff irgendwo bei 10.000. It's over 9.000. So, Slimog dürfte aber trotzdem überleben. Ja, mein Spezialangriff lässt nämlich zu wünschen übrig. Oh! Das war guter Schaden. Aber was hat man erwartet? Durchbruch, sehr effektiv auf Absol, Slime, gute Werte, ja. Gut, hey, Tyrakrok, ganz ehrlich, du bist wahrscheinlich wirklich gerade ideal, um mein Lorblatt zu schwächen. Ja, Tyrakrok dürfte ideal dafür sein. Okay, Metagross, machen wir Psychokinese auf Slimog. Und Tyrakrok macht mal einen Kryptoschlag auf Lorblatt. So, das Slimog ist erstmal weg. Und ein Tohaido hast du noch. Ja gut, ein Tohaido ist auch kein Problem. Sehr gut. Oh, du kannst schon Rasierblatt. Das ist jetzt natürlich suboptimal. Bitte überlebt das, Tyrakrok. Dankeschön. Gut, Metagross, mach doch mal bitte einen Sternenhieb auf Tohaido. Und Tyrakrok, du machst noch mal einen Kryptoschlag auf Lorblatt. Oh, du bist schneller. Tschüss, Tyrakrok. Das war klar. Gut, oder besser gesagt schlecht. Komm mal rein nach Tara. Meine beiden Mega-Verteidigungs-Pokémon mal wieder im Team. So, Sternhieb dürfte aber trotzdem, glaube ich, ausreichen. Denn Tara hat eine beschissene Verteidigung. Wunderbar. So, und ein Level-Up für Metagross. Ja, 4 Angriff dazu, das ist doch schön. Bald die 200, schön. So, und jetzt heißt es Lorblatt fangen. Gut,
nach Tara. Kannst du eigentlich irgendwas an den Gegner so zu schwächen? Boah, Trugschlag wäre jetzt richtig geil. Also du kannst schon mal nichts, Metagross. Dann schmeiß ich mit dir einen Hyperball. Und du nach Tara kannst auch nichts. Dann rufe ich dich. So, na, bleib drin. Bitte, bitte, bitte. Sei lieb und bleib drinnen. Na? Ja? Ja? Na bitte, geht doch. Wunderbar, gleich beim ersten Ball das Lorblatt gefangen. Sehr schön. Was wird jetzt aus meinem Traum vom Aufstieg in die Führungsriege? Aber ich habe doch deine Organisation schon zerschmettert. Du kannst nicht mehr aufsteigen. So, hast du irgendwas hinterlassen? Nein, hast du nicht. Du hast nicht mal einen Scheißhaufen hinterlassen. Das finde ich jetzt blöd von dir. Habt ihr doch irgendwo eine Toilette? Sag mir, hier ist doch nirgendwo eine Toilette. Die müssen doch irgendwo immer ins Eck geschissen haben. Ganz ehrlich, wahrscheinlich hier. Oh, das ist eine Kiste. Hey. Hallo, Kiste. Habe ich dich schon? Ja, du bist offen. Okay. Wahrscheinlich haben die da immer reingeschissen, die Kiste. So, dann verlassen wir mal wieder das Kryptolabor. Und ja, was gibt es denn jetzt noch zu tun? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich müsste auf jeden Fall eigentlich bald eine Mail bekommen. Wenn ich hier drauf dran bin, hier das zu verlassen, das Labor. Die Krall-Info. Schauen wir doch mal nach, wie es aussieht von den gekrallten Pokémon her. Ja, ganz gut, ganz ordentlich. Mir fehlt noch ein Farbigel und ein Ursaring. Aha. Aha. Die beiden fehlen mir noch. Okay. Mir fehlt aber noch ein Krypto-Pokémon. Das hier, besser gesagt, mir fehlen noch zwei Krypto-Pokémon, die hier nicht angezeigt werden. Nein, halt, ein Krypto-Pokémon. Das andere, das ich meine, ist, was ich weiß, glaube ich, kein Krypto-Pokémon. So, und da haben wir schon eine Mail. Wahrscheinlich von O2. Alt, wo gehe ich denn hin? Mails an Spike. So. Spike, wusstest du das schon? Mit dem Jürgen, ich glaube Willi habe ich es genannt, Willi, kann man nicht nur Mails, sondern auch Fotos empfangen. Zur Probe schicke ich dir mal ein Foto mit mir, wo ich abends in meinem Bett liege und schweinische Dinge mit mir treibe. Und? Knills. Toll. Ganz großes Kino. Knills. Interessiert mich doch nicht. So. Ich nehme mal an, wenn ich jetzt hier wieder reingehe, kriege ich keine Mail. Okay. Dann mal, würde ich mal sagen, nach Fienek. Ich glaube, Fienek war hier, ja. Fienek! Und hier heilen wir uns jetzt erstmal. Ha, eine Mail! Na, was gibt's denn? Ich bin's, Watt, aus Orkus. In letzter Zeit hört man auch auf das Team Krall. Team Krall? Ja, das muss man so betonen. Das Team Krall hat die größte Krall-Maschine repariert. Ich weiß nicht, was ich von dem Gerücht halten soll. Was denkst du? Vielleicht solltest du der Sache auf den Grund gehen, Spike. Aha, sie wollen die große Krallmaschine also reparieren. Das gefällt mir natürlich nicht. Deswegen heile ich mich jetzt mal kurz. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal nach, was die schon wieder im Schilde führen. So, wir heilen deine Pokémon und geben sie dir nie wieder. Okay. Bitteschön, danke, dein Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei, wenn du wieder von mir geschlagen werden willst. Okay. Herrlich, das Speichern geht hier so schön schnell in dem Spiel. Ganz herrlich. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, schauen wir doch mal nach, was das Team Krall im Schilde führt. Ab zum Krall-Versteck. Und schon wieder eine Mail. Meine Güte, bin ich heute beliebt.